In Ludwigshafen gab Bundespostminister Schwarz-Schilling heute den Start frei für das erste private Satellitenfernsehen in der Bundesrepublik. Gleichzeitig begann in München das zweite Pilotprojekt zur Erprobung des Kabelfernsehens. Punkt 10.30 Uhr heute Morgen klingelte das Telefon. Spannender Augenblick für all diejenigen, die auf die Chancen und Möglichkeiten der neuen Medien bauen. Ja, hier ist Christian Schwarz-Schilling, der Minister für das Post- und Fernmeldewesen. Ich möchte Sie bitten, nach München durchzuschalten. Hier auf dem Knopf. Sendezentrale Ludwigshafen, Start frei. Mit diesem Knopfdruck des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten ging das erste private deutsche Fernsehprogramm auf eine 72.000 Kilometer lange Reise. Über die Erdfunkstation Usingen zum Fernmeldesatelliten ECS-1 und von da aus nach München, wo heute das zweite deutsche Kabelpilotprojekt gestartet wurde. Zum ersten Mal konnte man dort heute sehen und hören, wer nach dem vielen Hin und Her den Wettlauf um die beiden heiß begehrten Satellitenkanäle gewonnen hat. Sendebeginn des ersten privaten Fernsehveranstalters in der Bundesrepublik Deutschland. Noch bis Ende des Jahres ist die PKS, eine Tochter der Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken, Alleinunterhalter auf dem Kanal. Danach teilt sie sich das vorwiegend auf Spielfilme und Unterhaltung ausgelegte Programm mit einer Reihe von Großverlegern wie Springer, Burda, Bauer und Holzbrink. 165 deutsche Zeitungsverleger wollen überdies gemeinsam für den Nachrichtenteil sorgen. Den zweiten Satellitenkanal benutzt das ZDF mit einem ZDF-2-Programm. Empfangen werden können beide Satellitenprogramme vorläufig allerdings nur von den Teilnehmern der Pilotprojekte Ludwigshafen und München. Und das sind, zum Leidwesen der kommerziellen Fernsehmacher, zusammen weniger als 3.000. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute und dann, glaube ich, können wir raufgehen auf den ZDF-Musikkanal, auf den oberen drei Monitoren. In München gab heute Nachmittag Rudolf Mühlfenzel, Direktor des Münchner Kabelprojekts, den Startschuss für das 35-Millionen-Mark-Projekt an der Isar. 500 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren dabei, als Professor Witte, Vorsitzender des Kabelprojekts MTK, per Knopfdruck die 17 Kanäle eröffnete, die über nunmehr 500 Münchner Haushalte Sport, Show und Lokales über Kabel empfangen können. Es hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten gegeben, denn die technische Umstellung, die Schaltung und Einstellung der einzelnen Programme bot einige Hindernisse. Dies sei auch einer der Gründe, warum erst 500 der eigentlich 58.000 potenziellen Kabelteilnehmer angeschlossen sind. Erst bis Ende 84 wird das Pilotgebiet voll verkabelt sein.